Wie groß ist die Menge der reellen Zahlen? Die Menge der reellen Zahlen ist gleichmächtig zu der Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Die Arcus-Tangens kann verwendet werden, um eine objektive Abbildung von der reellen Zahlen auf das offene Intervall 0,1 zu erzeugen. Damit ist es genügend zu beweisen, dass das offene Intervall 0,1 gleichmächtig zu der Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist. N, b hoch n ist die Menge aller Funktionen von n nach b. Das offene Intervall 0,1 ist höchstens gleichmächtig der Menge aller Funktionen von n nach n, da jede Zahl r mit Dezimalentwicklung 0, r0, r1 und so weiter der Funktion fr entspricht, wobei fr von n gleich rn für jede natürliche Zahl n ist. Die Menge aller Funktionen von n nach n, höchstens gleichmächtig zu der Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist, da jede Funktion f eindeutig der Menge gf entspricht, wobei gf aus allen Paaren mn mit der Eigenschaft, dass f von m gleich n ist, besteht. Die Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist höchstens gleichmächtig zu der Menge aller Funktionen von n nach 0,1, da jede Teilmenge von a von der natürlichen Zahlen, jede Teilmenge a von der natürlichen Zahlen eindeutig der Funktion fa entspricht, wobei fa von n ist gleich 0, wenn n kein Element von a ist, und 1, falls n ein Element von a ist. Und zuletzt ist die Menge aller Funktionen von n nach der Menge 0,1 höchstens gleichmächtig zu dem offenen Intervall 0,1, da jede solche Funktion f eindeutig die reelle Zahl rf mit Dezimalentwicklung 0, Punkt f von 0, f von 1 und so weiter bestimmt. Jetzt ist das offene Intervall 0,1 höchstens gleichmächtig zu der Potenzmenge der natürlichen Zahlen und die Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist höchstens gleichmächtig zu dem offenen Intervall 0,1. Nach dem Satz von Schröder-Bernstein sind diese Mengen gleichmächtig. Und damit ist die Menge aller reellen Zahlen gleichmächtig zu der Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Die Kontinuumhypothese ist die Aussage, dass jede unendliche Menge von reellen Zahlen entweder zu der Menge der natürlichen Zahlen gleichmächtig ist oder zu der Menge der reellen Zahlen gleichmächtig ist. Unter der Annahme der Kontinuumhypothese gibt es keine Unendlichkeiten streng zwischen der Unendlichkeit der natürlichen Zahlen und der Unendlichkeit der reellen Zahlen. Es kann aber auch sein, dass unendlich viele Unendlichkeiten dazwischen liegen. Man beachte, dass weder die Kontinuumhypothese noch ihre Verneigung sich von der üblichen Axiomen der Mathematik herleiten lässt, was ihrer Unabhängigkeit entspricht.